Unsere erste Idee war, wir wollen zu dem Insert-Turn hinten dran nach dem Achter noch eine extra Drehung führen. Und dafür gehe ich in die Shake-Hand-Position. Wir machen das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Und dann erst gleich. Ja. Dann war die zweite Idee, dieses Patschehändchen hinterm Rücken anführen. Das kennen wir jetzt hier schon. Das wollen wir canceln. Wir wollen das nicht mehr tun. Und jetzt hier noch eine extra Drehung anhängen. Ja. Daraus ergeben sich dann eine Menge Koordinationseinheiten für den Leader. Muss man sich ganz schön zusammenreißen. Also, okay. Platz, mein Tipp. Bitte, für die 5, 6, 7, 8, 9, 10. Platz. Für das.